Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in der Unternehmen Seelöwe-Mission. Die Aufstellungsphase liegt hinter uns und jetzt ist die spannende Frage, funktioniert unsere Taktik oder funktioniert sie nicht? Wir werden es sehen. Wir sind, glaube ich, die angreifen. Deswegen... Was? Hat er mir vorhin den Helden da nicht draufgepackt? Moment. Moment, 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 Moment. So, hier. Auf unseren 21er Mörser hätte ich gerne... Ach ja, Tatsache. Guck mal hier. Den Verschanzungsbrecher. Schließen. Und jetzt geht's los. Lauchrunde 1. Dann schauen wir doch mal. Er hat höchstwahrscheinlich... Hier hat er auf jeden Fall Flak stehen. Und hier hat er auch Flak stehen. So. Wow. Okay. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Schiffe zusammenziehen. Das ist, glaube ich, die erste Taktik, die wir fahren sollten. Ach, guck mal, das U-Boot. Das Problem ist... Wir können zwar das Battleship angreifen. Ich weiß nicht, was er noch im Hintergrund stehen hat. So, das ist die Königsberg. Das ist die Emden. Oh, die Emden checkt aber auf jeden Fall ein. Gut, dann bumsen wir doch erstmal mit unserem... Ach ja, alles klar. Er kriegt hier... Immer noch 3 zu 1. Das wird ja immer schlechter. 0 zu 2. Hier, perfekt. Wir haben aber noch einen weiteren. Guck mal hier. Immerhin. So, jetzt haben wir hier ein Schnellboot. Mit dem können wir aber erstmal nichts machen. So, dann schicken wir erstmal das U-Boot rein. Ah ja, guck mal hier. Was haben wir denn da noch? Einen... Einen Zerstörer. Der... What the fuck? Die sind identisch. Guckt euch das mal an. Die sind komplett identisch. Trotzdem bekommen wir den... ja, wisst ihr warum? Weil der Scheiße hat 4 Sterne. Unser hat keinen. Okay... Da mit Jägern anzugreifen, macht keinen Sinn. Ich überlege nur gerade, wie wir jetzt unser Fokusfeuer ausrichten. Ach, interessant. Die Emden macht auf den Zerstörer... Okay, geh mal... dahin. Geben diese Schlachtschiffe eigentlich auch... Unterdrückungsfeuer, Verschanzungsbrecher. Die geben keinen Bonus. Also kein. Also nicht wie Artillerie. Wollen wir nochmal neu starten? Ach du Scheiße! Greif ihn an. Mit dem Zerstörer können wir gerade nicht viel anfangen. Wir haben jetzt hier noch die Admiral Scheer. Ich hätte ja gerne das Schiff hier noch angegriffen, aber jetzt haben wir natürlich auch die Chance hier
Ach, wir haben, das U-Boot hat schon. Nein, das geht nicht raus, oder was? Oh, leck mich. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Zerstörer nach vorne schicke, dann... Nö, das mache ich nicht. So, jetzt haben wir hier... Das sind auch nochmal unsere... Gut, das bringt nichts. Hallo. What the fuck? Was ist das? Königsberg? Was ist das für ein Schiff? Großkampfschiff. Sieht gar nicht so aus. Nice. Jetzt könnten wir es natürlich rausnehmen mit dem Zerstörer, nur ich befürchte, dass der dann im absoluten Fokus steht. Vielleicht war die Aufstellungsphase mit den ganzen Artillerien hier oben doch nicht die optimalste. Boah, das hier ist echt bitter. Das könnte wehtun. Zumal die Schiffe ja auch nur in den Häfen wieder repariert werden können. Was haben wir hier noch? Wow, die Schnellboote sind auch mal richtig für einen Po. Ach komm. Wir probieren es aber mal. Okay, die Hütte geht raus. Dann geben wir dem Ganzen hier eine Verteidigung mit. Wir... geben den Großkampfschiffen mal. Weil das Problem ist jetzt, die Flugzeuge von ihm anzugreifen. Ich glaube, das macht herzlich wenig Sinn. Die sollen erstmal rauskommen. Deswegen setze ich meine Flugzeuge hier mal auf die Großkampfschiffe, damit er die nicht direkt angreifen kann. So, die Flak. Guck mal, die stellen wir mal hier oben auf. Jetzt müssen wir uns gegen den noch erwehren. Kann die... Nee, kann sie nicht. Wo ist denn unser... Ach, guck mal. Auf das Ding kann es schießen. Wir haben doch hier oben noch... Haben wir nicht noch hier oben die Use hingestellt? Ja, hier. Genau. Ist die Frage jetzt, auf wen wir gehen. Ah, guck mal. Wir könnten natürlich jetzt versuchen... Minus 3, minus 4. Warum? 0, minus 8. Warum kriegt denn der jetzt auf einmal hier so auf die Schnauze? Hä, was ist denn jetzt hier, was ihm da... Ist hier irgendwo eine Flak? Was ist denn das? Ein Radar. Was macht denn das Radar? Die Einheiten können aufgrund aktuell aufgerufen haben... Der Radar macht... Das ist ein Bunker oder was? Keine Kontrollzone bis zum letzten Mann. Keine Versorgung nötig. Keine Einheitenverwaltung. Aber was? Ich check das jetzt gerade nicht ganz, warum der hier mit 0 minus 8 aus der Sache rausgeht. Und er... Ist der so viel schlechter? Ach, ich weiß warum. Hier, der hat die gebündelte Vorbereitung und der hat keine Vergeltung. Sehr gut. Wir haben noch mehr Jäger hier. Wir können ihn richtig ärgern hier. So, und den anderen Jäger. So, mal gucken, den setzen wir mal.
Den setzen wir hier hin. Haben wir uns hier schon mal ein bisschen was vom Hals gehalten. So. Jetzt kann der 17er erstmal Hallo sagen. Gibt die Artillerie eigentlich auch. Oh, wow, der Zerstörer ist natürlich ein Problem für uns. Vielleicht sollten wir den als erstes angreifen. Zieht ihr euch mal ins Landesinnere zurück? So, das ist noch eine 15er. Minus 5. Wow. Also wir würden halt auf dieses Kanonenboot richtig viel Damage machen. Aber er hier oben ist halt ein Problem für uns hinsichtlich des U-Bootes. Deswegen müssen wir da als erstes ran. Interessant, das Schnellboot macht mit dem U-Boot auch richtig Damage. Egal, wir greifen jetzt erstmal mit. Wir haben doch noch eine U, genau. Die erstmal an. Kriegen wir ihn eventuell raus? Nope. Okay, dann das U-Boot auf ihn. Macht ein Damage. Das reißt mich vom Hocker. Aber guck mal. Haha, hallo. So, die Arti dahin. Wir haben jetzt noch das Kanonenboot, was jetzt. Das Schnellboot, so rum. So, okay. Hier haben wir auch noch ein Schnellboot. Das ist so scheiße. Die sind so. Wogegen sind die gut? Gegen Schiffe angeblich, aber. Wer weiß, gegen welche Schiffe? Das wissen sie selber vermutlich nicht so richtig. Okay, wir bewegen die mal weg von der Küste, damit die jetzt von den Schiffen keinen Damage nehmen. Die Panzer auch erstmal, weil die brauchen wir da erstmal nicht. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt mit Einheiten übersetzen wird. Wir haben hier noch einen Jäger. Gut, durch die Flak ist das natürlich extreme Scheiße da. Den Jäger setzen wir mal zur Verteidigung hier drüben mit hin. Genauso wie wir einen Jäger da hinsetzen. Ja, wir hätten die beiden auf jeden Fall hier viel, viel besser einsetzen können. Das war keine gut gespielte erste Runde. So, wir setzen mal einen Jäger. Die Frage ist, was fokussiert er jetzt? Ich sehe hier eher Bomber, das heißt, er wird die Schiffe angreifen. So, und wie gesagt, wir könnten ihn hier noch rausnehmen. Wir könnten uns hier drunter stellen, dann kann er zumindest. Aber da habe ich mich ja schon dagegen entschieden, weil. Aus Gründen. Geh mal hier hinter. Wenn er angreift, wird er eh rausgenommen. Also, egal was passiert, wenn er mit dem Schiff. Ich weiß, Kanonen rausnehmen ist immer wichtig, aber in dem Fall würde ich das anders sehen. So, können wir jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen? Nö, ne? Also, ich glaube, wir haben alles bewegt. Ich hoffe jetzt bloß nicht, dass er tatsächlich, dass er hier keinen Counterangriff macht. So, ich bin jetzt sehr gespannt, was nach der ersten Runde passiert. Ach, guck an! Greift tatsächlich die Küstenstädte an. Ja, One-Shot. Er hat das Kanonenboot mit einmal rausgenommen. Oh, das ist bitter hier. Das ist richtig bitter, weil die müssen wir jetzt direkt in der nächsten Runde erstmal wieder auffrischen. Also der Einsatz hier oben war extreme Scheiße. Das hat uns direkt zum Start hier richtig die Scheiße reingebrockt.
Wir können alle drei Strategen im Grunde jetzt schon reparieren. Zum Glück verlieren wir keinen. Ach, das ist noch nicht vorbei. Heldenhafte Verteidigung. Okay, danke. Ich kotze jetzt schon im Strahl hier. Alter, ernsthaft. So, das Ding ist im Grunde jetzt schon durch. Also im Grunde könnte man die Mission jetzt schon neu starten, weil alle drei Strategen am Anfang fast auf tot geschossen. Das ist natürlich scheiße. So. Haben wir hier oben nur zwei Jäger? Habe ich den nicht eingesetzt beim letzten Mal? Habe ich den übersehen? Nein! Oh Mann, ich habe extra durchgeguckt. Also ich glaube jetzt schon, dass wir die Mission neu starten müssen. Weil wir hier am Anfang viel zu aggressiv vorgegangen sind. Und guck mal, wie viel Jäger er hier hat. Ach, du ahnst das nicht. Oh, scheiße. Das U-Boot ist jetzt schon tot. Ah, nee, halt, stopp. Minus 3. Gott, ist das Ding stark. Aber der muss raus. Kann man die Zerstörer überhaupt gegen irgendwas einsetzen? Meine Fresse, ey. Das ist ja nicht zu feiern, ey.
geht partout nicht raus, ne? Mit dem Schnellboot kriege ich ihn auch nicht raus. Oh Gott. Haben die alle diese Eigenschaft, dass sie auf volle Stärke kämpfen? Hier, die eine Kraft immer so an, als hätte sie maximale Stärkepunkte. Wow, das ist ja zum Kotzen. So, jetzt haben wir hier eine BF, eine Focke. Wir müssen jetzt versuchen, ihn hier auszukriegen. Ernsthaft, er geht nicht raus. Oh, super. Okay. Was können wir denn hier machen? Wir können das Ding direkt rausbomben. Die Schnellboote sind halt nicht mein Problem, sondern die hier. Schnellboote sind irgendwie völlig useless. Die können gar nichts. So. Hier ist ein Zerstörer und da ist ein Zerstörer. Wobei der Zerstörer schon auf 8 runter ist. So, wo ist der 17er hier? Haben wir hier noch 3 Artis? Ne, hier ist noch eine. So, gemacht habe. Jäger. Minus 5, wenn die U angreift. Das ist doch eine... Okay, können wir hier irgendwo unterstützen? So, jetzt haben wir hier noch Jäger, der könnte erstmal den noch rausnehmen. So, ihn könnte man schwächen oder man gibt der Yu halt einen Geleitschutz. Ich glaube, der Geleitschutz wäre hier angebracht. So, okay. Er nimmt erstmal ihn raus. Kriegst eine Prognose und dann danke für nichts.
Ja, pf, was soll's? Was machen wir mit ihr? Ach so, das ist eine Focke. Wo sind die zweite Juhin? Ach, mit die haben wir ja rausgeschickt, okay. Die Frage ist, lassen wir sie... Ne, komm, die frischen wir gleich auf. Wobei, da ist noch eine 10er daneben. Kriegen wir die Spitfire raus? Ne, die Hurricane raus. Minus 8. Oh ja, das kriegen wir mit der alleine hin. Perfekt. Guck mal, dann machen wir so. Und dann kann man nämlich die auffrischen. Okay. So, jetzt haben wir noch ein U-Boot hier. Die Artillerien machen nicht sehr viel gegen die Schiffe. Das ist natürlich kacke. Da hatte ich mir mehr erhofft. Ich glaube, der Fehler ist auch einfach tatsächlich, das hier so auseinanderzuziehen. Wir hätten uns von Anfang an zurückziehen müssen. Aber gut, okay. Die Mission ist echt haarig. Die ist nicht ohne. Ja. Gut, dann hoffen wir einfach mal das Beste. Mal gucken, wie viele Schiffe jetzt drauf gehen. Die Hummel kann noch schießen. Wow. Das war die Erkenntnis des Abends. So, Landeinheiten bringen uns jetzt eh nichts. Artillerien haben alle. Flak bleibt da stehen. Beziehungsweise, warte mal, geh du mal da. So, wir ziehen sie mal eins weiter ins Landesinnere in der Hoffnung, dass dann die Schiffe sie nicht mehr angreifen können. Dann werden sie sich höchstwahrscheinlich an den alten Einheiten hier verlustieren. Gut, die Flugzeuge. Hier kann noch einer schießen. Der könnte jetzt... Na, das bringt uns nicht wirklich was, außer einen Punkt Verlust, den wir später auffüllen müssen. Naja, gut. Hier kann noch ein Schiff sich bewegen. Ah, weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Das ist die Scharnhorst. Wir müssen die Battleships halt beschützen, ne? Okay, das ist für mich durch. Das ist ja der komplette Super-GAU. Thank you.
wie selbst der 21er Mörser nichts mehr machen kann, weil er komplett in der Krypt ist. Okay, Freunde, das ist ein komplettes Learning hier für mich. Das können wir so nicht weiterspielen. Das ist völlig utopisch, dass wir hier irgendwie da noch gut aus der Runde rauskommen. Wir haben jetzt auch schon ein Flugzeug verloren. Das wird hoffentlich ein Anfängerflugzeug gewesen sein. Ich kann es jetzt gerade nicht einschätzen. Können wir mal hier gucken. Na, nee, nicht ganz. Das war schon ein Flugzeug mit Erfahrung. Also, wir werden uns dann in der nächsten Folge bei einem Neustart dieser Mission wiedersehen. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu heikel. Wir haben im Grunde schon mit dem ersten Move den Fehler gemacht, dass wir hier die beiden Strategen da so weit reingeschickt haben. Das Learning ist hier, glaube ich, erstmal komplett passiv zu spielen und außerhalb seiner Jäger die Schiffe zu positionieren, dass wir seine Flugzeuge erstmal, seine Bomber in Ruhe rausnehmen können. Dass wir auch nicht in das Wespennest stoßen und hier direkt irgendwie alle anlocken, sondern dass wir ihn eventuell dazu zwingen, dass er hier einzeln ankommt. Das ist mir nix. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit dem Neustart wieder. Ich hoffe, das ist für euch okay. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch das zukünftige Video oder die zukünftigen Videos dann nicht mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Parsival, Kulle, Kedö, Iron Dalk, Synam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.